Ihr hört's, es ist noch nicht vorbei. Aber wir haben eben über Weihnachten so zu Bett gelegen, sage ich mal, und für Silvester, dass wir eigentlich dann später gar nichts mehr machen konnten. Heute haben wir, glaube ich, schon 16. Januar oder sowas. Ja, heute ist tatsächlich, wir sind wie eine Flunder gewesen. Ja. Also einfach. Genau. Und wir sind losgefahren einfach. Und dann? Warte mal einen kleinen Moment. Och. Wir fangen doch wie immer an. Wir haben lange kein Video gemacht. Ja, stimmt. Über 4 Wochen. Also, das ist die Nelly. Und der da ist der André. Ja. Was wolltest du jetzt sagen? Und dann haben wir noch eine Überraschung für euch. Ach so, eine Überraschung. Schaut mal meine schöne. Warte mal einen ganz kleinen Moment. Die noch nicht. Die kommt zum Schluss. Oh, René. Zum ganz, ganz großen Schluss. Was wir haben? Wir haben unseren Senioren-Campingplatz aufgegeben. Ja. Wunderbar, alles es kein ist Problem. Ein toller Platz. Nach 2 Monaten muss man was wieder tun. Ja, unbedingt. Der Husten ist einigermaßen in Griff. Haben wir in Griff gekriegt, ne, lieber Röntgen und überall. War sogar ernst. Ich muss sagen, spanische Ärzte, ohne Probleme, ganz einfach. Ich habe noch ein bisschen Therapie, soll Geduld haben. Und das ist ja nicht meine Lieblingsdisziplin, aber naja, gut. Naja, auf alle Fälle sind wir gestern losgefahren und wir haben gesagt, wir sind ja in der Nähe von Castellón. Und wir sind in die Castellón. Berge. Castellón, ja. Gut. Ja, wir sind in die Berge gefahren und ja, so 20, 30 Kilometer. Wir wollten, das erzählen wir euch dann im Video. Wir wollten hier auch übernachten und so weiter, haben einen hübschen Stellplatz gefunden. Aber jetzt haben wir eine Überraschung noch, bevor der Film ganz losgeht. Soll ich? Ja, sollst du. Ich habe kurze Haare. Nelly hat keine kurzen Haare. Vom Friseur kam, hat der André einen halben Tag nicht mehr mit mir gesprochen, weil der war stocksauer. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Farbe mehr drin. Das ist jetzt alles Natur und das wächst nach. Ihr braucht keine Kommentare abzugeben dazu. Es ist völlig Blödsinn. Die Haare, das wächst für mich wieder nach. Ach so, ich war auch beim Friseur. Ja. Die wachsen wieder nach und außerdem. Ja, für den Sommer gut, oder für die jetzt. Ist es ja mal gut. Nächste Jahreszeit. Dass die Haare, Frühling, Sommer. Dass die Haare mal rauswachsen. Denn wenn man nur immer Farbe reinmacht und ähnliches oder Tönung, ist auch nicht so gut, sag ich als Mann zumindest. Oder? Hm. Naja. Passt schon. So, jetzt nehmt er so vorlieb mit der Nelly. Das passt auch. Guckt mal hier so. Ich würde so sagen. Bisschen. Unsere Kurzreisen. Gut. Was? Unsere Kurzreisen, die jetzt losgehen, hier in Spanien. Freut euch drauf. Endlich geht's wieder vorwärts und wir haben auch wieder Lust und Laune. Aber es war einfach ein Trauerspiel mit uns beiden. Wirklich, es war einfach. Ein Trauerspiel? Es ging uns einfach nicht gut. Wirklich. Alles gut, wunderbar. Also, Film ab. Ihr werdet sehen, wo wir heute sind. Okay. Lauter kehren. Hier. Aber keine Wanderwege hier. Ich weiß nicht, ob man hier wandern gehen kann. Hier muss man ja mehr kraxeln. Muss sie sich schon abseilen. Da musst du ja dein Zelt mitnehmen, damit du da oben dann auf dem Berg übernachten kannst, wenn du da oben mal bist. Aber hier unten im Tal, Nelly, kannst du ja mal runterfilmen, wenn du möchtest. Und erstmal gucken. Ah, Attraktion. Freunde, Geschwindigkeit 30. Ja, jetzt über den Montan. Siehst du das? Da wollten wir hin. Schön, dass du filmst. Das ist hier die Zufahrt. Ach, die ist aber schmal.
aber man passt durch. Erreichen Sie Ihr Ziel. Also wir mit unseren 2 Meter und 30 oder 50 passen hier durch. Hier ist die Gaststätte. Hier ist der große Parkplatz. Das Sportfeld, wo Sport spielen gehen. Und hier stehen unsere Freunde. Und hier ist die Stella und der Werner. Ja, in Montan sind wir gelandet. Das ist hier unser erster Ort. Im Moment nur auf dem Bild. Ihr seht es, wir haben hier einen Wohnmobilstellplatz, wo man eigentlich ausreichend für normale Menschen stehen kann. Ohne Feiern natürlich und so weiter. Es gibt eine wunderbare Ver- und Entsorgung und es gibt auch Müll. Aber man steht hier so ganz ruhig, mitten in den Bergen. Es ist gigantisch. Ja, wir sind zu zweit hier, haben natürlich die Tische, die es hier gibt, wunderbar genutzt. Auf Park for Night ist der auch schon eingetragen, der Platz. Der ist seit 23 angeblich offiziell offen. Hier ist die Sportanlage und hier ist der Ort. Ja, der ist sehr steil. Man kann mit dem Fahrrad eventuell hochfahren. Es gibt dort einen Bäcker und einen kleinen Supermarkt. Also für Verpflegung ist es hier eigentlich auch gesorgt. Und hier vorne gibt es die Gastwirtschaft. Mal sehen, ob sie heute Abend offen hat. Ja, morgen geht es dann zu den warmen Quellen. Warme Quellen, wie sagt man dazu? Es soll ein Fluss sein, wo ein bisschen warmes Wasser reinplätschert. Aber da waren auch schon die viele YouTuber. Das Schöne an der ganzen Sache ist hier, beigelassen, so. Das Schöne ist hier, dass es eigentlich eine tolle Biker-Tour auch ist. Aber das haben uns die Biker ja schon erzählt, die mit Motorrad da sind. Man kann aber ohne Probleme hier auch mit dem Wohnmobil ranfahren. Man muss sich jetzt natürlich trauen, ja. Es kommt darauf an, wie groß es ist. Die Straßen sind normal ausgebaut. So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute fahren wir nach Montanejos. Das ist eine Stadt, oder in der Nähe dieser kleinen Stadt, da liegen ein paar, oder da gibt es ein heißes Quellgebiet. Allerdings ist es nur 23 Grad. Wollen wir mal schauen. Wir zeigen euch das. Entweder bergauf oder bergab. Hier geht es auch bloß bergauf. Aber Geschäfte haben sie hier. Das ist eine ganz nette Stadt. Hotels, Gaststätten. Also durch diesen Fluss, wo die warme Quelle reinmündet, da ist das schon hier ganz schön viel touristisch schön geprägt. Zur Übergangszeit könnte ich mir das vorstellen, dass das so schön warm ist. Schönes Restaurant hier. Jetzt sind wir an dem Ort angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar, ich rede immer von den warmen Quellen. Da gibt es, glaube ich, bloß einen Ausfluss, der in den Fluss geht. Aber jetzt gehen wir mal hier vor. Das ist ein richtiges mildes Wetter, obwohl die Wolken sind. Wir haben so ungefähr 16, 17 Grad. Aber das fühlt sich warm an. Ach, und hier unten ist der Fluss. Und hier runter werden wir müssen. Ja, im Sommer wird das hier was kosten. Da gibt es Tickets. Ja, 25 Grad ist die Quelle. Wenn man ein bisschen Spanisch kann, kann man das sich übersetzen lassen. 6000 Liter in einer Minute und 25 Grad Celsius kommt ungefähr raus. Alle sagen 23 ist das Wasser vielleicht. Ja, hier ist natürlich nichts gestattet, aber das ist doch gut so, das ist ein Naturpark. Und jetzt gehen wir hier runter. Ja, irgendwie dürfen natürlich im Sommer keine Hunde hier rein.
Im Winter ist es erlaubt, aber manchmal sagt man sich, die Hundebesitzer könnten ruhig ihre Tüten mitnehmen. Ich habe überhaupt nichts gegen Hunde. Aber diese Plastiktütchen gibt es hier überall in Spanien, bei jedem Chinesenmarkt, Haushaltswarenabteilung. Oh, jetzt muss ich mich wieder um die Schönheit der Gegend kümmern. Das ist ja ein tolles Ding hier. Das ist ja toll. So, jetzt bin ich unten angekommen. Ihr seht, die Leute baden hier. Ich gehe mal nicht zu nah ran. Also es muss ja doch sich lohnen. Aber das ist ja auch so toll. Warte mal, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Mal ganz langsam. Und irgendwo hier unten ist die Quelle. Wahnsinn. Toll. Finde ich so schön. Die Schlucht hier hinten, da geht der Fluss dann weiter. Und hier ist die Quelle. Hier kommt das Wasser raus. Also es ist zwar nicht viel, aber es ist nun mal Wasser, was den ganzen Fluss warm macht. Und es gibt hier so richtig welche, die hier durch den Canyon durchschwimmen. Ja, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Die sind alle im Wasser und ich habe nur kurze Hosen an. Aber ich huste noch so, wisst ihr? Das ist unser Weihnachtsgeschenk, was wir dieses Jahr hatten. 2 Monate, fast 1,5 Monate. Husten über Husten. Geht nicht weg. Naja, das war jetzt Schwuckwag. Aber man muss sich nicht gleich wieder in die Wellen, in die Fluten stürzen. Wobei, das ist hier was Besonderes. Also die Quelle fließt hier rein. Und hier vorn, wo ich sitze schon, ist das Wasser richtig angenehm. Oh. Naja, warum nicht? Liebe Leute. Und da hinten schwimmen sie sogar. Also, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir nichts mitgenommen haben zum Baden hier runter. Keine Badehose. Und das alles in verschiedenen Sprachen. An der Quelle dran. Das Wasser ist ja richtig angenehm. Also diese 25 Grad, die kommen schon raus, aber das Wasser selber hat dann vielleicht 23, 22 Grad. Aber ist so richtig schön. So, jetzt mal ein Schnitt. So, jetzt sitze ich im Ausfluss der Quelle. Es ist wunderschön hier. Richtig angenehm. Die Füße werden so richtig warm. Ach so, ihr seht es ja gar nicht. Ich muss es hier umschalten. Aber wie man sieht, trainieren wir manche sogar richtig. Wobei das Wasser hat so um die 20 Grad vielleicht. Hier sind wahrscheinlich auch noch mehr Quellen, nicht nur die eine Quelle. Wenn es wird. Im Hintergrund. Also die Badestelle hinter dem, ach Quatsch, die Straße hinter der Badestelle geht durch so eine Schluchten durch. Sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob alle, viele hören an der Badestelle auf, aber hier wird es erstmal noch schön. So, jetzt
Jetzt werden wir mal den Fluss hier unten uns anschauen. Herrlich. Jetzt haben wir wieder ein ruhiges Bild. Hier gibt es, wie es aussieht, auch Wanderwege. Aber ich will mich nicht zu weit rauslehnen. Man sieht es ja hier. Hier unten kann man die Schlucht lang wandern. Was der über die Jahrtausende hier reingefressen hat sich. Naja, der Fluss natürlich. So, und jetzt schicke ich die anderen noch mal her. Jetzt sind wir am Staudamm. Und hier ist der angestaute Fluss. Aber ich muss mal sagen, man schimpft ja immer über Spanien, dass sie nicht voll genug sind. Die Staudämme, der sieht hier ganz gut aus. Haben wir schon Schlechteres gesehen. Aber hier ist doch mitten in Bergen, hier regnet es, hier gibt es Wasser. Unser Otto. Und hier ist die Doris. Staumauer, Stande, Betreten verboten. Das ist nur noch ein Leitbecken. Hier hinten. Anblick. Das kleine Dorf hier. Mal sehen, ob es dort einen Kaffee gibt. Das ist das Ende der Talsperre. Glauben oder nicht, wir haben jetzt Wasser geholt aus der Quelle der Gesundheit. Fuente de la Salud. Oh, Nelly spricht Spanisch. Da ist wieder die Quelle. Aber hier gibt es sehr viele Quellen in der Gegend. Man kriegt hier überall Wasser, wunderbar. Wir sind jetzt an dem kleinen Dorf Los Lucas vorbeigefahren. Das war völlig zerfallen und das bauen jetzt junge Leute, also wir haben junge Leute gesehen, die bauen das auf. Man sieht das an den Häusern, was da gebaut wird. Es sieht so richtig toll aus, mit Naturstein, sehenswert. Gänse. Und dieses Bild wird hier gewandt.